So, alles klar. Seid ihr bereit? Aber sowas von. Das heißt, es geht los. Ja. Herzlich willkommen hier bei uns im Tagerl auf unserer Drehbahn-Show. Bühne, der Gabriel ist wieder da, sehr gut. Sabrina ist auch wieder da. Die beiden, die habe ich mir gemerkt, ja. Sowas vergisst man nämlich nicht. Okay. Also das wisst ihr ja noch gar nicht. Habe ich euch noch nicht gesagt. Wir haben nämlich ein paar Schrauben verloren. Das ist aber kein Grund zur Panik. Es ist alles frisch zusammengeklebt. Also bitte. Der Schwarzkörper ist auch wieder da. Bitte? Das ist kein Problem. Das ist richtig. Ja, da reden wir gar nicht drüber über solche Kleinigkeiten. Das heißt, gut, du bist der Schwarzkabler, wie heißt du? Ja. Der Benji. Sehr gut. Will die auch noch mitfahren? Ja, was soll denn los? Soll man den noch mitnehmen? Ja. Kennt ihr den? Das ist mein Bruder, der Benji. Der Bruder, nein, Bruder müssen wir schon mitnehmen. Wie heißt du schön? Bruder von Luther. Jetzt reicht's. Immer zwei. Bitte. So, dann sage ich nur eines. Dankeschön, das war's. Ja, das war. Wie heißt der Bruder? Wie? Der Christian? Okay, die Blondine kommt auch noch, das ist jetzt auch schon wurscht. Wie viel willst du? Einmal. Dann zahlen wir die Weiten schon, gell, was du da noch mit willst. Einmal. Aus der Geld, schau. Von der Lea ausgepackt. Von der wen? Von der Lea. Wer ist das? Freundin. Wo ist die? Aha, okay. Ich hätte es wissen müssen, ja. So, bevor es jetzt losgeht, will ich noch eines wissen. Wie heißt die Blondine? Ja. Die mit der Brille, wie heißt du Vorname? Ja. Die, die immer zusammenwischt, ja. Wie? Vanessa. Vanessa? Stimmt es? Es geht los. Das heißt, der Bruder ist da, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Gut festhalten bitte hinten am Geländer, nicht beim Bruder und schon gar nicht bei der Vanessa, reißt euch zusammen, ja? Wo ist die Vanessa überhaupt? Nicht verstecken in den Ecken, ja? Die Vanessa ist nämlich zuständig und ihr werdet es nicht glauben, richtig für die kostenlose Bodenreinigung. Jetzt schauen wir, was draus wird. Wir starten. Voltour Tagada, ab geht's! Thank you.
Zwei, drei Mal für die nächste Runde stehen. Das heißt, herzlich willkommen hier bei uns in Tagada, heute live in Großhagers auf unserer Drehbahn-Showbühne. Lea, ja. Bist du bereit? Ja, aber sowas von. Gut festhalten, nicht bei der Vanessa, richtig? Vanessa, du bist doch schon die Vanessa. Sicher? Ja, er ist die Vanessa. Ja. Er ist nicht die Vanessa. Er wollte eine Vanessa werden, er hat es leider nicht geschafft. Das ist eine andere Geschichte, ja, richtig. So, gut festhalten bitte. Vanessa, du hast den besten Platz. Wenn es dir nicht gut geht, du kannst gleich bei der Tür hinausspeiben, richtig? Es ist, aber bitte nicht auf den Kieler drauf, ja? Denn jetzt drehen wir den Teller wieder schneller. Wir geben Vollgas mit der vollsten Geschwindigkeit. Tagada! Wir starten! Voll durch! Ab geht's! Alarm Start, Tagada! Die Einladungsrunde, die haben wir, den Hauptteil, den da war. Bitte von Einschlafen war nie die Rede, ja? Wir sind hier nicht in der Schule, das ist so. Und da oben ist er, unser Mr. Gilan, macht mit der Einhandtechnik. Alright, alright, auch nicht schlecht, die Hellgrüne da oben, genau. Sie macht richtig, sie hält sich fest, die beiden Händen sehr sympathisch. Eindeutig die Nummer 1 in der Süßung, die beiden Mädchen da genau richtig. Es ist und die Lea, okay. Die Lea, die beim Einsteigen noch zu mir gesagt hat. Genau, die fragt sich jetzt die ganze Zeit, bitte wann geht's denn endlich los? Richtig. Alright, also das ist schön, seitlich hardcore, mit dem Mini-Brief von der Lea, und das geht so. Und mit dem Vanessa gibt es wieder die Mama-Mama-Sauce, das ist super. Der wichtigste Bestandteil der Runde, sie kommt nur deshalb, ja. Sie hat gesagt, ohne Massage fährt sie nicht mehr mit, also ist sie. Jetzt weiß ich nicht. Wollt ihr sie noch einmal schneller? Wollt ihr sie viel schneller? So richtig Vollgas? Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Letzte Runde. Wir geben noch einmal Gas. Volle Geschwindigkeit, volle Pulle. Für euch. Ab durch die Mitte. Letzte Runde. Euer Endspot. So, Benjamin ist da, der Bruder ist auch da. Wie heißt du nochmal? Christian, immer noch. Und du bist die? Nati. Stimmt es? Nati. Wie dann? Nadi. Nadi. Das ist ein unkomplizierter Name, bitte. Das kann sich kein normaler Mensch merken. Wieso hast du so, bitte? Wieso heißt du so, wie du heißt? Darf ich Nati Nein sagen? Der Benji wird entscheiden. Darf ich Nati Nein sagen? Genau. Okay, es geht los. Thank you.
das heißt, herzlich willkommen auf unserer Drehbahn-Showbühne. Heute live hier in Großharras. Benjamin ist da mit Bruder. Die praktisch wollen noch kurz den Boden putzen, bevor es losgeht. Bitte einen kräftigen Sonderapplaus für das. Bitte einen kräftigen Sonderapplaus für diese beiden Burschen und dann geht's los. Sogar die Leute unten klatschen mit und das kommt selten vor. Das ist praktisch die Fanbase von Benji. Unglaublich. Gut festhalten, Nati. Nati, nein. Jetzt geben wir Gas. Wo ist die Vanessa? Auch noch da, genau. Gut, besser Vanessa. Wir starten. Voll durch. Ab geht's. Alarm start. Tiger da. Let's go. Bitte nicht auf die Dame draufsetzen, reißt die Zange. Benjamin, ich glaub. Okay. Benjamin, pass auf deinen Bruder auf, ja? Ist praktisch, wenn er zur Tür hinausfällt, dann wäre die Tür kaputt und dann wäre doch schade um die Tür, bitte, ja? Stimmt es? Richtig, ja? Es ist bitte. Ja, alle, die es nicht wissen, der Benjamin, der kann das besser, der hat immer zu Hause im Garten stehen, richtig? Ja? Zwischen dem Ferrari und dem Swimmingpool hat er sich sowas aufgestellt. So ist er, der Benji, ja? Auch genannt der Schwarzkörper, super. Alles klar für euch? Geht's euch gut? Jawohl, schaut mal gut aus, das heißt, wir können beginnen. Einleitungsrunde geschafft, der Hauptteil, jetzt gehen wir's an, gell? Ja, und wir beginnen, so wie es gehört, bei den Damen, da oben ist sie schon, die Vanessa. Mit Brille, mein erster Wille, unglaublich. Sowas von einer, hoppala. Sowas von einer Vanessa, das gab's hier schon lange nicht mehr. Okay. Auch die Burschen, nicht schlecht, nicht schlecht. Das erste Stangenballett aus Großharras, oder wie? So nicht so adrett. Der Benji ist nicht schlecht, aber der Bruder ist eindeutig besser. Aber noch besser ist die Nati. Sie macht den Boden sauber, sie macht den Boden schön. Bitte am Sonderplan für die Nati, genau, den hat sie sich. Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Eines habe ich noch vorbereitet, nämlich das Lieblingslied von der Vanessa, Hardcore, und das geht dann so. Und der Benjamin, schon wieder der Benjamin, ja? Hat sich beim Einsteigen noch eine Massage gewünscht bei mir. Aber nicht für sich selber, sondern für die Dame. Hat er gesagt, für die Vanessa und für dich, genau. So ist er, der Benjamin. Niemals ohne Massage. So richtig, richtig, ne? Wie schaut's aus? Habt ihr noch Puster? Holt's noch mal! Da bitte, da können wir alle hinsetzen, auch der Benjamin, wir gehen nochmal Vollgas reinsetzen, bitte. Aus der Mitte auf die Bank drauf. Es wird aber mal schneller, es wird schneller, es wird keiner. Wo sind die Hände? Finale, Finale, wo sind die Hände? Letzte Wende, hier ist er, hier kommt er. Fionn, Aya, Endspurt. Stimmung reinkommt. Wo sind die Schreie? Alright, alright. Volle Bulle. Volle Runde. Ja. Und ich sag's frei heraus, da könnten wir stundenlang so weitermachen. Sogar die Nathalie war großartig. Unglaublich. Ich sage Dankeschön an alle, ihr habt's gepackt. Ja, Gratulation zur neuen Frisur. Unglaublich. Die böse Friseuse. Ja.
Station. Bitte alle aufsteigen. Jawohl, ich sage Dankeschön und wer wieder mitmachen möchte, in Kürze geht sie wieder los. Das ist die Chance, die Gelegenheit, dabei zu sein. Das ist Tagada. Tagada, Tagada, das Kultkarussell. Der Treffpunkt. Das Verlücken des Kultkarussells. Sehen schwach und holen wir am Unter. Ich muss mich beeilen, denn der Schlauchboot geht unter. Und sind wir dann unten, dann holen wir uns Nixen. Denn das ist viel besser, als oben zu wichsen. Und reden wir Rinder, wir stehen am nur Rinder. Schweiß auf der Stirne, sie war eine Dirne. Sie hatte vergessen, das Pulver zu fressen. Und nehmen wir Ola, da fühlen wir uns wohler.